Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, Leute. Willkommen zu All Blue Review. Heute ein Chapter Review zum Kapitel 1102 und wir legen direkt los mit der ersten Cover Page und dann habe ich ein paar kleine Worte an euch. Auf der Cover Page sehen wir ein Sushi-Band, welches nicht mit Sushi, sondern mit Hotdogs belegt wird und zwar von Wölfen, die dann am Ende von Bonnie hier verspeist werden. Das war ein Cover Request von einem Fan. Ich bin immer wieder erstaunt, was für verrückte Ideen die Fans haben und wie Oda sich das dann alles zusammenzeichnet. Willkommen bei All Blue Review, wo du Reviews über den One Piece Manga und Anime, der Netflix-Serie und One Piece Theorien bekommst. Wusstest du, dass nur 4% unserer Zuschauer abonniert haben? Hilf uns, das zu ändern mit nur einem Klick und verteidige Zorros Ehre. Wenn ihr mit uns reden wollt, tretet im Weltregierungs-Discord von CypherpolX bei und schreibt mit uns. Weiter geht's nun mit diesem Video. So Leute, jetzt hören wir mal zu. Es ist so, in diesem Kapitel passieren einige Dinge, wo ich jetzt absolut feier, auch wenn jetzt die meisten immer noch super enttäuscht sind, dass es immer noch ein Rückblick ist. Ich habe es im letzten Chapter Review schon gesagt. Es ist schade, dass wir so viel Rückblick bekommen, aber nicht die aktuellen Geschehnisse. Aber ich finde, das ist ein gelungener Abschied zu all diesem Rückblick. Und es bringt so ein paar richtig coole Dinge hier mit rein, die ich wirklich feiere. Denn vor allem so ein paar Rückblicke auf ein paar meiner absoluten Favorite-Szenen in ganz One Piece werden da gebracht. Und ich habe so das Gefühl, Oda hat das wirklich schon lange geplant. Das passt einfach zu gut, als dass das wieder irgendwie so. Ja, oder hat sich das in letzter Sekunde einfallen lassen und so. Ich glaube nicht, dass es das so eine Situation ist. Jetzt müssen wir nämlich auf ein paar Dinge mal ein bisschen zurückgehen. Das sage ich euch dann gleich, wenn dann die Seite kommt, damit ihr das auch ein bisschen besser nachvollziehen könnt vielleicht. Wie gesagt, ich habe das über Jahre hinweg geguckt. Ich habe das nicht alles am Stück durchgeknallt. Ich bin ja damit mehr oder weniger groß geworden, habe das immer Woche für Woche geschaut. Und damals hat alles noch gar keinen Sinn gemacht, aber jetzt tut es das. Leute, wir gehen los auf die erste Seite und quasi nach der Coverpage. Wir haben hier, wie Bonnie in See sticht mit den Leuten von Sorbet Kingdom. Und wo immer sie auch hinkommen und gegen die Marine kämpfen, verwandelt sie alle Marinesoldaten in Kinder, die natürlich dann verletzt sind, oder in alte Leute, Kinder und alte Leute, und die verletzt sind. Und wie wir wissen von Bonnie, die Fähigkeit hält eine gewisse Weile an und pufft dann wieder weg. Und so lange sehen eben diese Leute nach verletzten Alten oder Kindern aus, diese Marinesoldaten. Und deswegen wurde Bonnie auch mit so einem hohen Kopfgeld hinterlegt, weil es so aussah, als hätte sie alle Armen und Kleinen und Wehrlosen überfallen. Das ist zum Beispiel auch ein Ding, was auf Kid damals zugetroffen hat, denn er hat damals Leute hingerichtet. Immer noch, also ziemlich krasse Geschichte eigentlich, denn dazu gab es keine Erklärung. Er scheint das wirklich gemacht zu haben, während wir hier Bonnie tatsächlich mit so einem Fake-Vorwurf quasi hier belastet bekommen. Und das ist natürlich nicht der Wahrheit entsprechend. So, auf der dritten Seite jetzt, also nach der Cover-Page, sehen wir, dass Bonnie auch nach ihrem Vater dort auf der Insel gesucht hat und Kuma weiß das. Er will sie hier aber nicht zeigen, deswegen verschwindet er auch wieder früh genug. Und Bonnie regt sich natürlich auf, warum er jetzt nicht schon wieder da ist, weil ihr Intel gesagt hat, er wäre da. Und tatsächlich hat er sich wieder aus dem Staub gemacht. Und dann sagt sie, naja, egal, komm, wir lassen uns Zeit, ihn zu finden. Und vielleicht finde ich ja auch noch Nika für ihn. Und das wäre eine richtig coole Sache, wenn ich meinem Papa sagen kann, ich habe Nika gefunden auf dem So-und-So Island. Drunter sehen wir, wie Ruffy sein erstes Kopfgeld damals bekommen hat, nachdem er Arlong besiegt hat. Und jetzt finde ich schon auf der nächsten Seite richtig, richtig cool. Da sehen wir jetzt, wie ganz viele Dinge passieren und solche Rückblicke liebe ich. Wir sehen Sabo, wie er Dragon fragt, warum er jetzt nach Loketown geht. Und Dragon sagt, ja, hat nicht so wirklich einen Grund. Und fragt noch, wer denn dort vor Ort in charge ist, also hier das Sagen hat. Und Sabo sagt ihm, das wäre dann Captain Smoker. Jetzt wissen wir natürlich auch, wieso Dragon dorthin gekommen ist. Denn er hat mitbekommen, dass Ruffy sein Kopfgeld bekommen hat und wollte da sein, um ihn zu sehen und um ihn zu bewachen oder halt ihm auch zu helfen. Weil er nämlich Angst hatte, dass dort ein Gegner im Weg steht, den er nicht überrumpeln kann. Und recht hatte er. So viel auch dazu, dass Dragon doch sehr viel vorausgesehen hat. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen hattet über Dragon, dass er der schlechteste Vater der Welt ist, dann bitte schaut doch mal rein. Sollte alles hier verlinkt sein. Und dann sehen wir hier links oben, wie Ace Jinbei erzählt, dass das hier sein kleiner Bruder ist
Und Jimbiff kann es nicht fassen, dass Ruffy Arlong besiegt hat. Sagt, was, die kleine Rotzbacke hat ihn besiegt? Wie kann das sein? Und denkt dran, Jimbei und Arlong waren in derselben Bande, haben unter Fischer Tiger gedient. Und beide waren sie die stärksten in der Crew. Das heißt, Jimbei war damals so stark wie Arlong. Und Jimbei muss eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt sogar noch stärker gewesen sein als Arlong. Aber er weiß, was Arlong drauf hat. Er weiß, dass das kein Lappen war. Aber sorry, er war halt eben arrogant und hochnäsig und hat halt eben kassiert. Und dann sehen wir, wie Kuma darüber spricht, wie er lustig findet, wie sich das alles hier verändert und Dragon hier mit seinem Sohn, dass Dragons Sohn hier ein Pirat geworden ist, findet er sehr lustig. Wir sehen, dass Bonnie hier wieder am Feiern ist und sie gibt Anweisungen an ihre ganze Crew, dass sie halt eben plündern, was immer sie wollen, solange es vom Bösen ist und dass sie niemandem helfen sollen, außer sie brauchen wirklich Hilfe. Das heißt, sie sind echt gute Piraten und weiter unten fängt sie an, sich zu schminken, kriegt das gezeigt. Seitdem trägt sie ihren Lippenstift zu wie Big Mom, wer auch immer ihr das gezeigt hat, ich weiß es nicht. Und sie hat sich einen Piercing unter das Auge machen lassen, dort, wo sie damals diese Saphirsteinschuppen hatte. Dann sagt sie so, sonst erkennt mich Papa ja gar nicht, wenn er mich wieder sieht, ich brauche schon irgendwas auf der Wange, damit ich so ein bisschen Ähnlichkeit damit habe. Auf der nächsten Seite sehen wir, wie Vegapunk jetzt Kuma die ganze neue Armee an Pazifistas zeigt. Das sind die erste Generation an Pazifistas, die an seinem Ebenbild nachgebaut wurden. Und das findet natürlich Kuma nicht sehr toll. Das findet er sehr einschüchternd alles. Und dann in dem Moment sagt Vegapunk, hast du mitbekommen, dass jemand der Weltregierung den Krieg erklärt hat. Das ist also gerade zu Zeiten von Enies Lobby gewesen. Enies Lobby muss da gerade vorbei gewesen sein. Das heißt, da geht es jetzt gleich richtig rund und in dem Zug erzählt Kuma ihm von Dragons Sohn, also Ruffy, dass er das gewesen ist und sagt, es hat auch keinen Grund, dir das zu verschweigen, denn ich habe dir eh erlaubt, meine ganzen Erinnerungen zu studieren und erzählt ihm noch von Nika und dass er glaubt, dass das Nika ist, denn er hat eben die gleichen Eigenschaften und sagt, ist egal, ist sein Idol, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Er glaubt daran. Und dann kommt so einer meiner Favorite Parts, die Thriller Bark, denn das war natürlich nach Enies Lobby, nachdem sie mit der Thousand Sunny losgegangen sind und gegen Admiral Foxy gekämpft habt. Falls ihr noch nicht das Video gesehen habt, dass Admiral Foxy, also Foxy Silberfuchs, ein Admiral ist. Denn im Rückblick dazu, im letzten Kapitel hat man nämlich jemanden gesehen, der Saturn eine Nachricht überbracht hat und er sah von hinten aus wie Foxy. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht, schaut es euch gerne mal an. Und hier hat Kuma den Auftrag bekommen, die Strohhutbande auszulöschen. Denn gerade in dem Moment haben sie es geschafft, Gecko Moria auch auszuschalten. Als er vor Ort ist, stellt es sich den Strohhüten entgegen, nachdem Ruffy ja wieder besiegt war und sagt, gebt ihn mir und dann verschone ich eure Leben. Und alle sagen natürlich, go to hell. Auf der nächsten Seite sehen wir, was die Konsequenz davon war. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass er der ganzen Strohhutbande einen Ursus-Schock reingedrückt hat. Das ist natürlich heftig gewesen. Vor allem, wenn man überlegt, dass Ursus-Schock natürlich echt eine brutale Attacke ist. Und dann sehen wir nämlich damals, wie Zoro als einziger noch stand. Er hat damals noch Sanji ausgenockt, weil Sanji sich auch Kuma stellen wollte. Als Vize der ganzen Piratenbande hat er natürlich gesagt, das geht nicht. Ich, Zoro, muss das machen. Und jetzt kommt etwas richtig Krasses. Kuma sagt, wenn du wirklich meinst, dass du für ihn einstehen möchtest, dann musst du auch den ganzen Schmerz und das Leiden von ihm tragen. Und als Kuma die Schmerzen aus Ruffy rausbläst, und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, wie Kuma damals den alten Menschen die Schmerzen entzogen hat und selber sich diese ganzen Schmerzen zugefügt hat, dann waren das bei weitem nicht so große Blasen wie jetzt hier bei Ruffy. Und Kuma denkt zu sich selbst, diese Menge an Schaden würde sogar mich ausnocken. Und das ist doch richtig heftig, denn Kuma als Buccaneer, der so richtig krasse Fähigkeiten hat und viel, viel mehr aushält, selbst Krankheiten von alten Menschen, die ihn eigentlich hätten umbringen müssen, selbst er ist hier beeindruckt und ein Zorro, der ein normaler Mensch ist, hält das Ganze aus. Am Ende, bevor er Thriller Bark verlässt, sagt er noch, dass es wirklich
außerordentliche Freunde sind, die er hat. Und genauso hat er es auch erwartet von Dragon, dass sein Sohn so ein krasser Typ ist. Auf der nächsten Seite sehen wir jetzt wieder ein bisschen in der Zukunft. Das ist nach der Thriller Bark gewesen, das Sabaody-Archipel. Einer meiner Favorite Islands. Ich glaube, das ist so wirklich mein absoluter Favorite, denn ich liebe die ganze Story, den ganzen Story-Arc um die Elf-Supernova. Und das ist jetzt so richtig krass, denn er war ja vor Ort. Und er war nicht einfach erst dann dort, wo man ihn gebraucht hat, sondern er war die ganze Zeit vor Ort. Das macht es noch viel interessanter, denn er konnte sich die ganze Sache dort vor Ort anschauen und darüber urteilen. Er kriegt nämlich hier gleich den Auftrag, dass alle 7 Warlords, also hier die Shichibukai, reingeholt werden. Und wenn sie natürlich das sich verweigern, dann würden sie ihren Titel aberkannt bekommen. Und Kuma sagt, okay, kein Problem, was ist denn das Problem? Und dann kommt hier die Durchsage, dass Ace gerade festgenommen wurde und hingerichtet werden soll. Kuma sagt natürlich, jo, er kommt dorthin, es soll zur Marinebasis gehen. Aber vorher überlegt er sich auch und sagt, boah, scheiße, jetzt geht's hier in den Krieg mit den Whitebeard-Piraten. Das ist schon heftig. Und sagt dann noch, er sorgt dafür, dass er rechtzeitig zur Exekution da ist. Währenddessen aber schaut er sich noch an, was vor Ort passiert und spioniert Bonnie ein bisschen nach. Er sieht, wie sie am Essen ist. Das Ganze guckt er sich an durchs Fenster von außen. Es ist lustig, wie groß er ist. Natürlich hinter dem Restaurant hat er sich versteckt. Sneak, genau. Er versteckt sich da und guckt zu und ist stolz, dass er seine kleine Tochter sehen kann, wie sie dort aufwächst und isst. Und auf einmal passiert natürlich ein Aufschrei drüben von der Auktionshalle und überall schreien die Leute, ein Pirat hat gerade ein Celestial Dragon angegriffen. Und Kuma sagt natürlich gleich in dem Moment, what? Der Human Shop, also hier der Menschenshop, wo die Menschen verkauft werden. Er poppt sich hoch auf das Dach und guckt von oben rein. Und das ist schon mega krass. Er hat von oben zugeguckt. Es heißt, er war die ganze Zeit da. Ein Rayleigh hätte ihn spüren müssen, definitiv. Und er sagt noch, die ganze Welt weiß, dass es ein Tabu ist, dass man keinen Tenryubito angreift. Das ist, vor allem weil es noch so nah an der Navy HQ, also am Hauptquartier ist, ist das wirklich Selbstmord. Und es ist ja noch nicht mal das, wenn man beachtet, dass obendrauf auf der Redline, kurz hinter dem Archipel, noch die Hauptstadt steht, dann ist da nicht nur das Hauptquartier der Marine in der Nähe, sondern einfach mal auch die Hauptstadt der Weltregierung. Und dann guckt er runter in dieses Auktionshaus und sagt, was? Die schon wieder, die Strohhüte, mega krass, es ist so geil zu sehen nochmal. Und er ist sogar noch richtig überrascht, wieso er da unten steht und einen Fischmensch auch noch verteidigt. Und es tut so gut, einfach Frankie wieder in seiner alten Form zu sehen. Ich muss sagen, Frankie sieht einfach viel, viel cooler aus, auch Chopper damals. Ich feiere den alten Look einfach so viel mehr. Sorry, da bin ich ein bisschen oldschool, aber da hatte das einfach ein bisschen mehr Tiefe in alles. Trotzdem mega cool zu sehen, wie er richtig erstaunt ist, dass Ruffy hier eigentlich Hochverrat begeht an der Weltregierung. Und dann sehen wir auch, da der Gänsehautmoment hoch 10 für mich damals. Mich hat es damals komplett geflasht. Ich hatte Gänsehaut, als diese Folge rauskam. Wirklich, jede Woche habe ich auf watchop.com damals geguckt. Ich weiß nicht, ob die Seite überhaupt noch existiert. Bin da reingegangen. Es war alles auf Japanisch mit englischen Untertiteln. War die einzige Möglichkeit, regelmäßig was zu sehen. Und ich gehe rein und das Kapitel hieß einfach das Ende der Strohhut-Piratenbande. Wow, ich war sowas von fertig. Und dann sieht man am Ende, wie alle weggepoppt werden. Das war so krass, wie Ruffy einfach den kompletten emotionalen Zusammenbruch hatte. Ich war völlig von der Rolle damals. Und wir sehen hier, Kuma redet im Gedanken an Dragon und Ivankov und sagt, ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Ja, die Strohhüte, wie sie gerade eben den einen PX5 besiegt haben und sie sagen, oh mein Gott, ein weiterer. Und er sagt nur, stop PX1, poppt Zorro weg, boop. Und er sagt noch, ja, I didn't mean to desert you without a word. So, es tut mir leid, dass ich dich einfach so weggepoppt habe, ohne dir irgendwas dazu zu sagen. Also er hätte Zorro wahrscheinlich noch gerne was gesagt, weil er hat echt Respekt vor ihm gehabt, nachdem er die Schmerzen von Ruffy auf sich genommen hat. Und wir sehen dann halt eben, wie Ruffy hier komplett am Ausrasten ist. Wir sehen die Reaktion von Kizaru, von Sentomaru und von Rayleigh. Es ist ja so krass, die waren ja alle drei noch da, aber keiner konnte was tun, weil in der Zeit war, glaube ich, Rayleigh mit Kizaru am Fighten.
Und selbst Sentomaru hat irgendwie hier Mitleid. Ich finde das wirklich krass, hätten wir das damals gesehen. Aber damals war Sentomaru so wirklich so ein Berg, der nicht zu überwinden war. Und Kizaru erst recht nicht. Und beide waren absolut böse und übermächtig in unseren Augen. Jetzt mittlerweile denke ich ein bisschen andersrum. Ich habe auch das Gefühl, dass Kizaru derjenige ist, der Sword-Einheit gegründet hat und ein Verräter an der Weltregierung wird oder an der Marine auf jeden Fall. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Das verlinke ich auch nochmal. Und Sentomaru ja erst recht. Da sehen wir auch, dass er sehr viel netter ist, als dass wir denken. Und Ruffy ist hier dann am Ausrasten und am Heulen. Er konnte keinen von ihnen retten. Und Kuma, der Ruhige, er denkt sich nur, nein, das verstehst du alles falsch. Ich zeig dir nur, auf welchem Level du sein musst, wenn du in die neue Welt kommst. Und du und deine Freunde sind noch nicht bereit. Geh dort noch nicht hin, denn er will, dass Ruffy stärker wird und er poppt ihn auch weg und sagt, you will someday save the world. Du wirst derjenige sein, der später mal die Welt rettet. Und dann sehen wir jetzt hier den Anruf von Saturn bei Vegapunk. Er sagt ihm, er soll einen Selbstzerstörungsmechanismus einbauen in Kuma. Hier Vegapunk rastet völlig aus und sagt, nee, geht gar nicht. Und Saturn setzt ihn wirklich hart unter Druck, denn Saturn ist selber ein Wissenschaftler und er hat ihm schon gesagt, so, hier, ich habe einen Schalter fürs Gehirn eingebaut, der ihn zwischen zwei Bewusstseinsstatusen switchen kann. Also hier zwischen seinem Bewusstsein und seiner Personalität. Und da ist Vegapunk wieder Feuer und Flamme und sagt, bitte lass mich den testen. Er hat es aber natürlich geschafft, den so umzubauen. Wahrscheinlich, dass Kuma ihn später immer noch umsetzen kann. Und wir sehen aber auf der nächsten Seite auch, den krassen Reveal, dass Kuma einfach völlig okay damit geht und sagt, ist alles okay, es waren schöne 2 Jahre, wir hatten echt viel Spaß. Aber das sagt Vegapunk hier tatsächlich zu ihm. Und Kuma sagt aber, es ist okay. Auf der nächsten Seite sehen wir nochmal, wie Vegapunk ihm alles erklärt. Und sein erster Auftrag ist tatsächlich hier gegen die Whitebeard-Piraten zu kämpfen, was ich auch ziemlich krass finde. Das müsste jetzt eigentlich noch vor dem Marineford-Incident sein, denn die Whitebeard-Piraten kommen da gerade. Und genau da haben wir auch die Bestätigung, und er sagt, einen ganzen Bataillon von deinen Klonsoldaten habe ich dazu auch losschicken müssen. Und Kuma sagt, sobald das vorbei ist, möchte ich, dass du etwas programmierst. Und zwar, dass er nämlich das Schiff der Strohpiraten so lange bewacht, bis einer von denen zurückkommt. Das ist schon mal krass und jetzt genau das ist das, was ich meine. Wir haben gesehen damals, wie ein Kuma auftaucht, die Strohbande auflöst. Am Anfang dachten wir, das war böse, er ist böse. Dann haben wir gemerkt, er hat sie alle an die Orte geschickt, wo sie etwas dazulernen. Das heißt also, er muss ein Guter gewesen sein. Aber wieso? Mit wem hat er zu tun gehabt? Ich glaube, in der Zwischenzeit hatten wir dann gesehen, dass er mit den Revolutionsarmeen was zu tun hat. Aber selbst dann, er war eigentlich tot im Kopf und wir wussten das, dass er umprogrammiert wurde. Und trotzdem hat es 2 Jahre lang die Sunny bewacht. Und das ist ja schon mal auch wieder eine richtig krasse Wendung. Denn warum hat er das gemacht? Eben, weil er Vegapunk darum gebeten hat und Vegapunk hat ihm diesen Wunsch geäußert und gegeben, hat ihm das erfüllt. Und jetzt müssen wir mal überlegen, damals haben wir alle gedacht, Vegapunk ist böse. Hätte doch niemals sein können, wenn wir doch damals ja schon gewusst haben, dass Vegapunk derjenige war, der ihn verändern musste. Denn auch damals gab es schon dieses eine Bild, es wurde einmal gezeigt, dass Vegapunk ihn gebaut hat, denn er hatte ja auch damals die ganzen PXs gebaut. So, nun ja, auf jeden Fall sagte er hier noch, die Taten von Ruffy haben ihn bewegt, er weiß, dass er Nika sein muss. Und dann kommen wir schon auf die vorletzte Seite, glaube ich, hier. Er sagt, ich glaube daran, er muss es sein, er muss Nika sein. Und Vegapunk wundert sich nur, ein Revolutionsmitglied hier, der seine Hoffnung in einen Piraten steckt und sagt, diese unorthodoxe Art des Denkens ist ein Beweis für deine Menschlichkeit. Und hier auf jeden Fall sagt er nochmal, als er seine Gedanken in eine Blase packt, Vegapunk fragt, ob das seine Gedanken löscht und sagt, nein, das ist wie eine Kopie und sobald sie berührt ist, verschwindet sie, das ist die Kopie, die Bonnie dann am Ende angefasst hat, wo sie all das gesehen hat, was ihr Vater wirklich getan hat, von dem sie ja leider nie erfahren hat, weswegen sie dann auch so am Weinen war.
Vegapunk sagt hier, dass er schon eine Art gefunden hat, wie er die ganzen Gedanken sich anschauen kann, ohne sie zu berühren, sodass er das extrahieren kann und weiß, was darin ist. Und dann sehen wir noch einmal das komplette Leben von Kuma. Das finde ich besonders emotional und traurig. Wie er von Baby an, von seinen Eltern bis über die God Valley-Inzidenz hier am Rennen war, Ivankov kennengelernt hat, Ginny kennengelernt hat. Dann ist er Priester geworden, dann hat er die Revolutionsarmee kennengelernt, ist denen beigetreten, ist ein Vater geworden, hat Ginny gerettet, da hat er die kleine Jewelry Bonnie dann aufgenommen. Und am Ende ist er immer noch am Rennen. Er rennt sein ganzes Leben lang und ist trotzdem so dankbar. Und das packt Dr. Vegapunk es sowas von am Ende. Und er sagt, dein Leben hat niemanden geschadet, du hast niemanden jemals wehgetan. Dein Tod wird ein großer Schmerz für alle sein, die du liebst. Und sagt, hör gut zu, Kuma, du bist ein Held, nicht nur für Bonnie, sondern von jedem, den du jemals kennengelernt hast. Das sind wirklich, glaube ich, die schönsten Worte, die jemals in One Piece so gesagt wurden. Da kann man uns, glaube ich, schon sicher sein. Und Kuma bedankt sich und sagt noch eine letzte Sache. Und wie er hier gerade eben das ganze Ding beendet, wir sehen hier die ganzen Leute auf Egghead, auf Sentomaru, wie sie alle Spalier stehen und wirklich in Ehren halten, was Kuma hier zurücklässt. Unter Tränen und völlig am Ende legt Vegapunk den Schalter um. Und der letzte Wunsch war, kannst du bitte Bonnie alles Gute zum 10. Geburtstag wünschen? Und das war auch das, was Bonnie am Ende gesehen hat. Leute, krasses Chapter, ich finde es wirklich gut geworden. Ein krönender Abschluss für einen echt krass langen Rückblick, deswegen auch ein echt krass langes Video heute. Mein Gott, ich rede hier wie ein Wasserfall, aber es musste sein. Ihr müsst mal überlegen, was das jetzt alles mit sich gebracht hat. Wir haben so viele Sachen jetzt wirklich tatsächlich am Ende erklärt bekommen. Sachen, die wir damals uns nicht erklären konnten. Jetzt macht das alles Sinn und ich denke, jetzt können wir auch wirklich krass in das Finale von Egghead starten. Dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht. Guckt mal rein, was ich glaube, was an Egghead Island am Ende passieren wird. Und ich bringe jetzt nochmal bald ein Video raus, wahrscheinlich am Dienstag dann, zu Zorro und Saturn. Also bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal bei The All Blue. The All Blue is real.